Ja, willkommen zurück, liebe Freunde, zu einem neuen KiCad Tutorial. KiCad 5.0.2 und heute mit der Versionsnummer 13.1. Eine kleine Zwischenversion und zwar aufgrund einer Frage vom User René aus dem letzten Tutorial und er hat gefragt, warum ich Flächen an Ground anschließe. Und deshalb habe ich mich entschlossen, hier mal ein kurzes Zwischentutorial einzufügen, was man alles mit Flächen machen kann und welche Vor- und Nachteile verschiedene Flächen haben. So, als erstes wollen wir mal unsere Leiterplatte öffnen. Ich habe die hier mal fertig geroutet. Ich werde aber im nächsten Tutorial hier nochmal einige Schritte zurückgehen und euch noch ein bisschen was zeigen. Aber ich habe sie hier mal für dieses eingefügte Tutorial mal fertig geroutet und ich möchte euch Folgendes zeigen. Wir haben also jetzt hier eine ganz normale Platine, die keine Flächen aufweist. Der Vorteil davon ist, wir sehen hier eine übersichtliche Leiterbahnstruktur. Auch bei der Fehlersuche kann ich hier relativ schnell eventuelle Fehler finden, wenn hier irgendwo meine Leiterbahn beschädigt sein sollte, etc. pp. Kann ich das also sehr schnell feststellen. Nachteil ist an dieser Stelle hier, sind diese großen, frei geätzten Flächen. Die werden also dazu führen, dass ihr einen hohen Ätzmittelverbrauch habt, weil dieses ganze Kupfer muss hier einfach weg. Es bleibt ja nur die einzelne Leiterbahn stehen. Wie gesagt, Vorteil, ich kann das hier alles sehen. Und ein weiterer Vorteil, alle Leiterbahnstärken, die wir hier oben in unseren Designregeln vorgegeben haben, ich zeige es hier nochmal, werden auch hier exakt eingehalten und benutzt. Vorteil bei solchen Platinen, die kann man einsetzen, wenn man mit hohen Strömen arbeitet, also ab 2, 3, 5, 4, 500 Milliampere aufwärts. Hier habe ich also wirklich feste, definierte Leiterbahnbreiten, die ich mir auch vorher berechnen kann, dass auch der Strom diese Leiterbahn aushält oder die Leiterbahn den Strom aushält. Und das ist dann hier auch definitiv richtig. Wie gesagt, für Platinen, wo mit höheren Strömen gearbeitet wird, die sich im NF-Bereich bewegen. Das ist unsere Variante 1. Variante 2, ich zeichne jetzt mal eine Fläche, ist hier unsere Fläche. Ich kann jetzt diese Fläche entweder auf Ground legen, auf 12 Volt, auf 5 Volt. Ich kann die sogar auf MOSI oder MISO legen. Das macht allerdings keinen Sinn, die auf dem Signallevel zu legen. Oder hier eben, wie gesagt, auf Ground. Oder ich lasse sie unangeschlossen. Ich lasse jetzt mal hier das nächste Beispiel unangeschlossen und sage okay und ziehe hier einfach mal den Rahmen um die Platine herum. Ich mache das nur auf der Oberseite. Das gilt natürlich analog für die Unterseite genauso. Wir schließen den Rahmen. Gut, ich habe jetzt hier nicht ganz die Ecke getroffen, aber wie gesagt, das ist für das Tutorial jetzt hier nicht das Problem. So, wir sehen jetzt hier, wie gesagt, eine Fläche. Die ist aber nirgendwo angeschlossen. Die hat also keinerlei elektrische Bedeutung, sie ist einfach nur da. Vorteil davon ist, es werden hier beim Ätzen nur diese Mittelstege frei geätzt, um die Leiterbahnen gegeneinander zu isolieren. Und alles andere bleibt halt Kupfer. Es wird also ein relativ geringer Ätzmittelverbrauch zu erwarten sein. Das ist eine Variante, die man auch machen kann. Im Prinzip nichts anderes wie die Variante vorher. Halt eben nur, dass wir hier unkonnektierte Flächen haben. Elektrischer Wert gleich 0. Ich gehe wieder zurück, ich entferne das Ganze, diese Fläche. Wir nutzen jetzt eine nächste Fläche. Ich zeichne das als Variante 3. Auch hier werde ich wieder gefragt. Ich lege diese jetzt mal auf Ground. Könnte ich jetzt auch auf 12 Volt oder 5 Volt legen. Das macht relativ Sinn, weil alle Bauteile dann sofort eben mit 12 oder 5 Volt versorgt werden, beziehungsweise alle Bauteile hier direkt an Ground angeschlossen werden. So, auch hier ziehe ich wieder mein Pad.
So, jetzt sehen wir hier, dass also alle Bauelemente, die einen Ground Pin haben, hiermit angeschlossen sind. Welchen Vorteil hat das? Der Vorteil liegt hier drin, wenn ich jetzt in Schaltungen oder mit Schaltungen arbeite, wo ich Spikes oder HF-Einstreuungen erwarte, habe ich diese Flächen auf Masse gelegt und ich vermeide somit HF-Einstrahlungen hier auf die einzelnen Leiterbahnen. Das kann zum Beispiel auch bei höheren NF-Frequenzen schon auftreten oder das Schwingverhalten von Op-Amps, auch die neigen gerne mal zum Schwingen, kann das eben hier unterdrücken, diese Flächen, weil die jetzt auf Masse liegen oder auf Ground, nicht Masse, Ground. Nachteil, wenn ich hier mit hohen Strömen arbeite, muss ich hier aufpassen. Wir sehen jetzt zum Beispiel hier so eine Flächenverengung. Ja, das kann unter Umständen so eng werden, dass diese Fläche, die hier in diesem Bereich so eng wird oder so klein wird, dass sie den Strom nicht mehr aushält, der ja hier über die Schaltung eventuell fließt. Deswegen rate ich bei dieser Variante davon ab, das gerade auf Platinen zu benutzen, die auf denen hohe Ströme zur Anwendung kommen. Ja, solange das sich alles im 30, 40, 50, 100 mA Bereich bewegt, ist das keine große Problematik. Man muss dann auch sauber nacharbeiten und mal nachschauen, sind hier solche Verengungen, sind die noch groß genug, um den Strom, der möglicherweise in der Schaltung fließt, auszuhalten. Denn wenn das nicht der Fall ist, ich mache das jetzt mal hier zum Beispiel, ich verschiebe mal hier diese Leiterbahn ein Stückchen nach hier oben, ne, um das mal ein bisschen näher zu zeigen. So, wo hängt sie? Irgendwo hängt sie sich auf. Okay, dann ist die gelockt. Kein Problem, aber wie gesagt, ihr versteht das, wenn hier zu wenig Massefläche zwischen den Groundflächen entsteht, kann es also hier zu thermischen Problemen und unter Umständen zur Zerstörung der Platine kommen, denn der Leiterquerschnitt funktioniert einfach nicht mehr. Das ist die Variante. Vorteil davon, wie gesagt, erstens mal geringer Erzmittelverbrauch und alle Flächen sind irgendwo geerdet. Und ich habe also deutlich weniger Probleme mit irgendwelchen Einstrahlungen. So, auch diese Fläche mache ich nochmal zurück. Und jetzt möchte ich euch eine vierte Variante, das ist dann die Königsvariante, zeigen. Ich habe hier dazu Folgendes gemacht im Schaltplan. Ich habe hier drei Mounting Holes eingefügt mit einem Anschluss, mit Anschlusspin. Und ich habe diese nicht auf den normalen Ground gelegt, sondern auf Ground Power. Und jetzt mache ich also Folgendes. Ich werde jetzt nochmal eine Fläche ziehen. Und jetzt muss ich mir mal dieses suchen. Das ist also hier dieses Netz Ground Power. Doppelklick drauf oder beziehungsweise anklicken mit OK. Und jetzt liegt also dieses Netz auf diesen Mounting Holes. Und ich verbinde das Ganze hier wieder auf meine vier Ecken. Na. Ist jetzt hier natürlich nicht sauber gezeichnet, soll aber nicht an dieser Stelle nicht das Problem sein. Und wir sehen jetzt hier Folgendes. Dass wir also unsere Grounds von den Boards und von den Bauelementen sind extra geführt mit den fest definierten Leiterplatten und unsere Flächen hier außen, unsere Kupferflächen sind jetzt hier über die Mounting Holes auf ein zweites Ground gelegt. Wenn ich das jetzt erden würde, habe ich im Prinzip alle Vorteile, die ich vorher genannt habe, unter einen Hut gebracht. Nämlich, dass wir definierte Leiterbahnen für unsere Ströme haben, Ground wie auch VCC und gleichzeitig auch einen geringen Erzmittelverbrauch, weil hier nur Stege frei
jetzt werden. Und wir haben aber auch gleichzeitig hier unsere Kupferfläche entsprechend so geerdet, dass wir auch HF-Einstrahlungen in die Schaltung vermeiden können. So, hot erat demonstrandum. Wir sehen natürlich jetzt hier einen großen, breiten Bereich, der also unbelegt ist. Warum? Ja, das liegt an den Leiterbahnen, aber das ändern wir jetzt gleich mal. Ich ziehe jetzt hier nämlich nochmal eine Fläche. Ich wechsle dazu die Kupferlage in die untere Kupferlage, gehe dann hier auf mein Modul. Und auch hier ziehe ich jetzt die untere Kupferlage mal auf dieses Ground, auf dieses sekundäre Ground-Signal. So, und lege das Ganze dann darüber, über meine Schaltung und kann also hier noch die eine oder andere Fläche füllen. So, jetzt habe ich also die Oberseite und die untere Seite der Platine entsprechend mit diesem sekundären Ground verbunden und hätte jetzt also hier überall eigentlich genügend Kupferflächen, die mich vor eventuellen HF-Einstrahlungen schützen. So viel zu dem Thema Groundflächen. Wie gesagt, jetzt muss jeder für sich selber entscheiden, was möchte er machen, was macht Sinn und welche Variante er dann für sich nutzt. Das soll es dann an dieser Stelle gewesen sein. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und danke nochmal an den Nutzer René für die Frage für dieses kurze Tutorial. Tschüss und bye bye.